Viele Geschichten über erfolgreiche Heilpflanzenanwendungen beginnen wie diese. Ein Arzt erfährt, dass irgendeine Pflanze in einer alten Medizintradition verwendet wurde, so wie Ingwer bei Kopfschmerzen. Er entscheidet daher, künftig auch Kopfschmerzpatienten versuchsweise mit Ingwer zu behandeln. Schließlich ist Ingwer ja ein sicheres, allgemeingebräuchliches Gewürz. Und das funktioniert so. Bei den ersten Anzeichen einer Migräne mischt der Patient 1/4 Teelöffel pulverisiertes Ingwer mit etwas Wasser, trinkt es und die Migräne verschwindet in einer halben Stunde. Das wirkt wiederholt und ohne Nebenwirkungen. Dies nennt man einen Fallbericht, bei dem es sich um eine bessere Anekdote handelt, aber Fallberichte haben in der Geschichte der Medizin immer eine wichtige Rolle gespielt. AIDS wurde durch die Abfolge von mehreren Fallberichten entdeckt. Ein junger Mann ging in Los Angeles ins Krankenhaus mit stechenden Schmerzen und alles weitere ist Geschichte. Oder Berichte über ungewöhnliche Nebenwirkungen durch eine nicht erfolgreiche Arznei gegen Brustschmerzen führte zu dem Millionen-Dollar-Blockbuster Viagra. Fallberichte mögen die niedrigste und schwächste Ebene wissenschaftlichen Beweises sein, aber sie sind oft der Beginn von Wissenschaft. Dort beginnt immer alles. Derartige Berichte sind für sich selbst nicht verwendbar, aber sie können Wissenschaftler inspirieren, eine genauere Testung vorzunehmen. Die Frage dahinter ist immer, wer zahlt für die entsprechenden Studien? Der Markt für Migränemedikamente ist ein Milliardenmarkt. 1/4 Teelöffel pulverisiertes Ingwer kostet ungefähr 1 Cent. Wer also würde eine Studie unterstützen, die die Wirkung von Ingwer im Vergleich mit einer führenden Migränearznei testet? Niemand. Bis jetzt. Eine doppelblind randomisierte, kontrollierte klinische Studie verglich die Wirksamkeit von Ingwer im Vergleich zu Sumatriptan, eine der sich am besten verkaufenden Milliarden-Dollar-Arznei weltweit, für die Behandlung von Migränekopfschmerz. Beim pulverisierten Ingwer testete man nur 1/8 eines Teelöffels im Vergleich zu einer üblichen Dosierung an Sumatriptan. Und beides wirkte genauso gut und genauso schnell. Die Testpersonen begannen mit der Einnahme bei leichten oder starken Schmerzen. Aber nach der Einnahme von Sumatriptan oder Ingwer hatten sie nur noch leichte Schmerzen oder waren schmerzfrei. Beide Patientengruppen waren mit den Ergebnissen gleichermaßen zufrieden. Was mich betrifft, hat Ingwer gewonnen. Nicht nur, weil es ein paar Milliarden Dollar billiger ist, sondern weil auch in der Ingwer-Gruppe signifikant weniger Nebeneffekte auftraten. Auf die chemische Arznei reagierten die Patienten teils mit Schwindel, Müdigkeit, Benommenheit und Sodbrennen. Bei Ingwer jedoch wurde nur eine einzige Nebenwirkung berichtet, nämlich Bauchprobleme bei einer 25-jährigen Person. Sie hatte allerdings einen ganzen Esslöffel Ingwerpulver auf einmal auf nüchternem Magen genommen, was bei jedem zu Beschwerden im Bauchbereich führen kann. Die Einnahme von 1/8 Teelöffel Ingwerpulver ist nicht nur 3000 Mal billiger als die Einnahme der chemischen Arzneimittel. Es ist auch wesentlich unwahrscheinlicher, dass Sie als weiterer Fallbericht, der eine Herzattacke erlitten hat oder an der Arznei verstorben ist, in die Medizingeschichte eingehen.